Das war sehr billig, wie soll ich sagen. Die Kartoffeln waren damals 3,50 €, 1,50 €, 2,50 €. Und jetzt ist es 350 €. Der Zwiebel war 4,50 €. Jetzt ist 1,000 €. Das geht nicht. Auch die Mohren waren 1,50 €, 2, jetzt 600. Kommst du da hin für die Familie? Reicht das für die Familie? Das muss reichen. Was sollen wir? Das muss. Wir machen so, dass wir es schaffen können. Das können wir machen. Wie ist das mit der ärztlichen Versorgung? Ist das alles kostenlos oder? Wir bezahlen nur einen Halbpreis, wie soll ich sagen. Wenn wir haben vom Arzt, dann bezahlen wir nur halb. Wenn ich komme und kaufe mir so, bezahle ich alles, den ganzen Preis. Auf dies habe ich gegeben 1,000 Lei. Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Auch wenn man geht beim Arzt, dann muss man sehr lang warten. Einmal ist er nicht dort, einmal hat er nicht Zeit. Und wenn man ihn zu Hause ruft, dann kommt er nicht. Und so geht es. Und wenn man ihn bezahlen würde, so Geld geben, dann kommt er, oder wie? Ja, dann kommt er. Aber man muss viel Geld haben. Es geht nicht so um 1,000 Lei. 15.000, ungefähr so geht das. Das muss man so ein Geschenk machen, Geld geben oder etwas kaufen, Kaffee, Zigaretten oder so etwas. Dass man. Auch zu Ceausescus Zeiten war das Leben sehr schwer, aber irgendwie kamen wir damals besser zurecht. Alles war billiger, das Essen, die Schuhe, die Kleider. Heute kann man in den vielen privaten Geschäften alles kaufen. Bezahlen können wir es jedoch nicht. Ich sehe nämlich nicht nach Ceausescus Zeiten zurück. Jetzt haben wir die Freiheit, das zu sagen und zu machen, was wir wollen. Aber wir kommen jetzt wirklich schwieriger mit dem Geld aus. Die Kinder beenden die Schule und finden keine Arbeit. Sie sind gezwungen, zu Hause zu bleiben. Sie bekommen ein Arbeitslosengeld von nur 25.000 bis 30.000 Lei im Monat. Und auch das hängt davon ab, ob die Regierung Geld hat. Und manchmal bekommen sie die Unterstützung nur jeden zweiten Monat. Wir müssen halt sparen. Wenn zum Beispiel die Kinder in diesem Monat Kleider brauchen, dann können wir nur für eines der Kinder etwas kaufen. Im nächsten Monat kommt dann das nächste Kind dran. Die Monika ist auch arbeitslos und wir suchen eine Arbeit zu finden, aber es gibt nichts. Auch hier nicht, auch in Medias nicht. Muss zu Hause bleiben. Wie lange, weiß ich nicht. Sie bekommt ungefähr 30.000, wie sagt man? Sozialunterstützung. So. Ungefähr 30.000 am Monat bekommt sie. Mit dem kann sie sich nicht einmal ein paar Schuhe kaufen, mit was sie bekommt in einem Monat. Cum ne descurcăm? Trebuie să facem economie așa, ca să ne ajungă banii. De exemplu, dacă luna asta ne-ar trebui la haine, nach der Revolution haben wir gehofft, dass alle Kinder, die die Schule beenden, auch einen Arbeitsplatz finden. Wir haben auch gehofft, bessere Gehälter zu bekommen, damit wir menschlich erleben können. Nicht um Reichtümer anzuhäufen, sondern um wie ein normaler Mensch zu leben und jeden Tag die notwendigen Einkäufe zu machen. Primească un serviciu și am sperat să primim salarii bune ca să putem trăi așa omenește, nu să faci averi sau așa să poți trăi ca un om normal zilnic să-ți faci cumpărături sau. Leider haben sich nur sehr wenige Hoffnungen und Wünsche erfüllt. Wir können nicht in Urlaub fahren, weil wir einfach nicht das Geld dazu haben.
Man muss sich mit dem Leben abfinden, so wie es ist. Când mergea și a doua uzină aici, într-adevăr, era foarte mult negru și erau gaze mai multe. Era foarte greu cu spălatul, cu uscatul. Damals, vor circa einem Jahr, als die Rußfabrik noch in Betrieb war, war alles schwarz. Der Ruß war überall. Es war zum Beispiel sehr schwierig, die Wäsche zu waschen und zu trocknen, ohne dass sie gleich wieder schmutzig wurde. Wir mussten erst immer die Wäscheleine säubern, um dann die Wäsche aufhängen zu können. Jetzt ist es viel besser. Es ist jetzt nicht alles so schmutzig und es gibt nicht mehr so viele giftige Gase. Wir können jetzt einfach die Wäsche draußen lassen. Aber wegen der Schließung der Rußfabrik gibt es jetzt viele Arbeitslose. Und das ist alles andere als erfreulich. Oft haben beide Ehepartner in derselben Fabrik gearbeitet. Und jetzt sind sie beide arbeitslos. Mit Kindern ist das dann wirklich sehr schwer. Așa probleme din cauza la fabrică bolnav n-am fost. Nun, wie soll ich Ihnen das erklären? Richtig krank sind wir nicht, oder bin ich nicht. Mit der Gesundheit hatten mein Mann und ich nie Probleme, obwohl er seit 23 Jahren und ich seit 16 Jahren in der Buntmetallfabrik arbeite, waren wir nie so krank, dass wir in ein Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Aber ich glaube, es gibt hier keinen Menschen in der Umgebung, der nicht etwas von all diesen Gasen und dem Ruß abbekommen hat. Wir selber haben uns jedoch nie untersuchen lassen. Dann müssten wir ja ständig mit dem Gefühl leben, krank zu sein. Das macht ja keinen Sinn. Ca să ne convingem, că atunci trăiești tot timpul cu impresia că ești bolnav și n-are niciun rost. Dacă stai deja 30 de ani într-un oraș, te obișnuiești și ți-e greu să pleci. Wenn man schon 30 Jahre in einer Stadt wohnt, dann gewöhnt man sich an die Stadt und es ist schwer wegzugehen. Weggehen kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte meine Eltern nicht alleine lassen. Ich habe nur sie. Ich war nie auf jemanden neidisch, unabhängig davon, worum es ging. Ganz arm bin ich auch nicht. Wir leben irgendwo in der Mitte, sind nicht arm und nicht reich. Ich konnte das Geld immer so einteilen, dass wir mehr oder weniger überleben konnten, so wie auch die anderen Menschen hier. Was wir nicht unbedingt brauchten, das haben wir auch nicht gekauft. Wir haben unser Geld behalten für die Dinge, die notwendig waren. Ich hätte nur einige Wünsche, dass Monika eine Arbeit findet, dass unser jüngster Sohn Adrian seine Schule gut beendet und dass Christian gesund von der Armee zurückkommt und seinen Arbeitsplatz wiederbekommt. Nichts Außergewöhnliches. Ich will keine Reichtümer, keine besonderen Reisen. Ich wünsche mir nur, dass diese einfachen Dinge sich erfüllen. Nur das Notwendigste. Zilnice, strict, necesar, asta mi-aș dori. M-am obișnuit, așa m-am obișnuit, deci de 21 de ani sunt maritată și m-am obișnuit cu viața asta așa. Ich selber habe mich an dieses Leben gewöhnt. Ich bin seit 21 Jahren verheiratet. Das heißt Haus, Kinder, Arbeit, Einkaufen. Und alles Übrige. Wenn man keine Möglichkeiten hat, kann man nicht mehr vom Leben verlangen. Der einzige Lichtblick in unserem Leben waren die zwei Urlaubsreisen, die wir gemacht haben. Vor zwei Jahren waren wir in Deutschland. Das war wirklich unser einziger genussvoller Urlaub. Abgesehen von den zwei Wochen am Meer vor 10 Jahren. Das hat uns damals enorme Anstrengungen gekostet, um das Nötigste für die Reise zusammenzusparen.
Es war sehr schön. Dies waren die einzigen Male in 16 Jahren, dass wir Urlaub machten. Kopschamika haben wir sehr bedrückt verlassen. Anders als Cluj, die letzte Station unserer Reise. In dieser geschäftigen Universitätsstadt sind die ersten schüchternen Zeichen der neuen Zeit schon erkennbar. Hier in Cluj besuchen wir die 20-jährige Julia. Sie stammt aus einer Arztfamilie, ist Studentin und stolze Besitzerin einer Eigentumswohnung. Der Vater verkaufte dafür das Auto, einen Trabi, Baujahr 56. Ich glaube, ich werde Rechtsanwältin. Oder ich weiß noch nicht bestimmt, vielleicht auch Politik, aber ich bin nicht sicher. Ich habe noch Zeit, 2 Jahre. Ich muss noch 2 Jahre studieren. Ich wohne hier mit meinem Freund und mit noch einem jungen Mann. Sie studieren auch. Wir müssen das Uni bezahlen. Es ist eine Privatuniversität, aber es ist nicht sehr teuer. Es ist pro Jahr bezahle ich jetzt 200.000 Lei. Das verdient mein Vater pro Monat. Aber das Leben ist sehr teuer hier in Cluj. Ich meine, darum wohne ich noch mit jemandem im Haus, weil ich Geld brauche. Die Studenten sagen nie, dass es besser war in Ceausescus Zeit. Das sagen die meisten, die arbeiten, weil sie hatten Geld und sie hatten einen Arbeitsplatz und es war ein sicheres Leben. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen Kapitalismus und dann bist du nicht sicher. Jetzt hast du einen Arbeitsplatz und morgen hast du es nicht mehr. Aber das wollen wir haben. Die Studenten denken nicht nur am Westen. Die anderen jungen Leute, die nicht studieren, denken mehr, als wir nach Deutschland oder weiß ich wo fahren. Aber sie wollen arbeiten und Geld verdienen und aber mit den Studenten ist es ein bisschen anders. Wie viel Geld brauchst du im Monat? Ja. Oh, wie viel Geld ich brauche. Naja, ich sag's dir, wie viel Geld ich habe pro Monat. Ich habe so 90.000 Lei. Aber die Miete pro Monat Miete ist im Winter 30.000 Lei. Und ein Brot kostet 1.000 Lei und ein Kilo Fleisch ist 5.000 Lei und ein Buch ist 8.000 Lei und